Hallo, und ich bin der Ingo, ich bin der Partner von der Bettina und ich mache hier im Haus die technischen Sachen. Ich erkläre euch jetzt ein kleines bisschen etwas zu dem Drucker. Wie gesagt, der Drucker ist hier. Man sieht, es ist eine relativ kompakte Bauweise. Der Drucker ist also klein, passt eigentlich fast auf jeden Schreibtisch. Ja, kommen wir so ein Stück weit jetzt mal zum Lieferumfang. Wie man sieht, der Drucker war dabei. Hier das Kabel, das ich in der Hand halte, und sehr umfassende Benutzerhandbücher finde ich sehr gut. Also wenn man das so mal drauf schaut, ist eine ganze Menge dabei. Die legen wir jetzt erstmal wieder weg. Ne? Das Drucker, das Kabel auch, weil wir das nicht brauchen. Wir kommen jetzt zum Drucker. Wie gesagt, was mir bei dem Drucker sehr gut gefällt, das ist zum Beispiel dieses Display. Wenn man hier mal drauf geht, man sieht klar, deutlich zu lesen. Das ist total super und gefällt mir sehr gut. Ja, okay. Jetzt kommen wir weiter zum Papiereinzug. Papiereinzug. Man kann mit dem Drucker verschiedene Papierformate verarbeiten. Ich habe jetzt hier das Papier mal rausgenommen, wie ihr seht. Und jetzt zeige ich euch. Hier kannst du zum Beispiel Briefumschläge oder ähnliches drucken. Das ist hier verstellbar. Genau. Papier legen wir wieder rein. Machen wir wieder zu. Und jetzt kommen wir mal zu der App. Wie gesagt, den Drucker kann man ja in ein ganz normales Netzwerk einbinden. Demzufolge kann man hier auch vom Handy aus drucken. Und das ist eine ganz super Sache. Also hier habe ich jetzt mal die App schon aufgeschlagen. Das wäre hier, dass du Verbrauchsmaterialien bestellen kannst. Hier hast verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel jetzt Bilder per E-Mail versenden. Du kannst Fotos drucken, du kannst Dokumente drucken. Ich finde, die App ist übersichtlich gestaltet. Ich finde es gut, dass die Kacheln verschiedene Farben haben. Ja, und hier unten am untersten Rand, wie ihr hier seht, hast du hier nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Also du kannst dir das Konto anzeigen lassen. Und hier hast du nochmal zusätzlich, also parallel dazu, nochmal Auswahlmöglichkeiten. Ja, also wie gesagt, App ist super. Der Drucker druckt auch total super im Netzwerk, gefällt mir sehr gut. Vielleicht das Interessante bei diesem Drucker ist es ganz einfach so, dass dieser Drucker ein relativ schneller Drucker ist. Also wenn du jetzt einen Druckauftrag gegeben hast, der braucht nicht allzu lange, bis er den ausführt. Der Drucker beherrscht das sogenannte Duplex-Drucken. Das heißt, dass du hier den Drucker, ich habe hier mal was gedruckt, ne? Also hier sieht man eigentlich die Vorderseite. Hier ist die Rückseite. Das Druckbild ist ganz klar, ist total super. Ja, zusammenfassend bleibt nochmal zu sagen, ist ein super Drucker. Der ist schnell, lässt sich relativ einfach ins Netzwerk einbinden. Also das funktioniert sehr super und auch sehr gut. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen zu bemängeln habe, das ist die Registrierung bei HP. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ansonsten sind wir vollkommen zufrieden. Und wir danken natürlich auch für den tollen Produkttest. Und vielen Dank nochmal, ja? Danke, tschüss.